Signale sind Zeichen auf der Straße. Rot-Weiß-Rot zu regeln, stolz sieht den Verkehr. Denn Signale, das sind Zeichen, ohne die ging alles schief, wenn's Signal uns alle nicht zur Ordnung rief. Rot-Weiß-Rot sind die altbewährten Farben. Rot-Weiß-Rot ist auch dein wunderschöner Mund. Putz dir stets nach jedem Essen deine Zähne, sei nicht dumm, denn Rot-Weiß-Rot bringt deinen Mund schnell in Schwung. Wenn du Süßigkeiten knabberst und zerkaust, denk dran, dass du Karius schnell wieder vergraust. Putz dir schnell die Zähne, denn sonst bist du dran. Zwar zahlst du hier kein Bußgeld, doch der Zahnschmerz fängt nun schon bald an. Karius und Baktus. Es war einmal ein Junge, und das war Jens. Er hatte Zähne im Mund, und das haben wir ja alle. Aber Jens hatte in einem Zahn ein Loch, und in dem Loch wohnten zwei winzige Burschen, die hießen Karius und Baktus. Das waren vielleicht ein paar wunderliche Namen, aber es waren auch ein paar wunderliche Burschen. Sie waren so winzig klein, dass man sie nur durch ein starkes Vergrößerungsglas sehen konnte. Der eine hatte schwarze Haare und der andere rote, und sie lebten beide von Süßigkeiten. Und davon gab es hier genug. Sie sangen und hatten ihren Spaß, und wenn sie nicht schliefen oder aßen, dann klopften und hackten sie im Zahn, weil sie das Haus richtig groß und prächtig geräumig machen wollten. Eines Tages meinte der eine von den beiden: Du, Karius. Ja. Jetzt haben wir geklopft und gehackt. Mhm. Und gehackt und geklopft. Nun finde ich aber, ist unser Haus aber groß genug. Nein, du! Nein? Nein, wir müssen es noch viel größer machen, Baktus. Oh. Du darfst nicht vergessen, dass wir Tag für Tag wachsen und größer werden, weil wir so viel Kuchen und Bonbons futtern. Streng dich mal ein bisschen an, Baktus. Ja, dann strengen wir uns also noch mal an. Ja. Ja, das ist gut. Kurz darauf aber musste Baktus sich ausruhen, und er fing wieder an zu trödeln. Er blickte aus dem Fenster, und als er all die weißen Zähne sah, kam ihm plötzlich ein Gedanke. Du, Karius? Ja, was gibt's denn, Baktus? Mir fällt ein, könnten wir uns nicht noch ein Haus da oben in dem Eckzahn bauen? Ach. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dort noch viel schöner ist als hier unten in dem finstern Loch. Du solltest lieber deinen Verstand ein wenig gebrauchen, Brüderchen. Hm? Du musst doch einsehen, dass wir hier unten viel gemütlicher und friedlicher wohnen. Oh. Na, denk doch mal, wenn die gräuliche Zahnbürste ankäme. Oh. Na, hör doch auf zu lachen. Was kümmert uns denn die? Der Jens, der putzt sich doch nie die Zähne. Oh, du, da solltest du nicht so sicher sein, Baktus. Einmal hat er sich schon die Zähne geputzt, das weiß ich doch genau. Einmal, ja, aber das ist doch ewig her. Nö. Hier in Jens Mund, da sind wir sicher. Ja, also wenn du das meinst, dann kannst du bauen, wo du Lust hast. Ich bleib jedenfalls hier unten. Baktus stand lange am Fenster und schaute nachdenklich zu dem weißen Eckzahn hinauf. Da möchte ich wohnen. Da? Mhm. Da wäre es doch viel vornehmer als hier. Ach. Denk doch nur, Karius, wenn wir hier drin noch mehr werden und wenn dann bald alle Zähne Häuser sind, dann kann ich
ich doch wie ein König in meinem neuen Haus sitzen und über die ganze Stadt blicken. Es ist nicht sicher, dass wir so viel mehr werden. Och. Es hängt davon ab, ob wir genügend Süßigkeiten bekommen. Nun hör aber auf. Wir kriegen doch so viel, dass wir beinahe platzen. Ja, aber es ist so nicht immer gewesen, Baktus. Hm. Na, denk doch mal an die Zeit, als der Junge immer nur Mohrrüben und Schwarzbrot aß. Ach, es war ein rechtes Elend. Ich wäre doch beinahe vor Hunger gestorben. Dass du aber auch immer von sowas Traurigem reden musst, Karius. Von sowas wie Mohrrüben und Schwarzbrot. Ach, nee. Hallo, pass auf. Oh, jetzt geht was zu futtern. Ach du, das ist sicher nur Vollkornbrot. Nein, Karius. Was denn? Das ist doch süßer Butterkuchen. Butter? Mit dicken Zucker drauf. Fein. Hey, hurra, süßes Zuckerzeug ist da. Zwischen allen Zähnen schon. Tropft der Saft vom Lutschbonbon. Karamellen gibt es hier. Eisbonbons in Glanzpapier. Butterkuchen, Früchtebrot. Bonbons gelb und blau und rot. Zuckerzeug und Marzipan, Schokolade, Leckereien. Karius und Baktus finden das piekfein. Doch sie haben verkehrt gedacht, Reste sind schnell weggemacht. Rauf und runter, kreuz und quer, saust die Bürste hin und her. Zwei Tage später. Den beiden Burschen ging es gut. Aber die Zähne, die gehörten Jens, und der freute sich nicht so sehr über Karius und Baktus, denn solche Burschen machen die Zähne kaputt. Und weh tut es auch. Jeder, der mal Zahnschmerzen gehabt hat, weiß, dass es fast das Schlimmste ist, was es gibt. Davon wollen wir nun noch mehr hören. Zwei Tage später hatte Baktus sich oben im Eckzahn ein Haus gebaut. Und nun saß er auf dem Balkon und ließ sich's wohl sein, während Karius unten in dem alten Haus klopfte und bohrte. Hallo, Karius, bist du da unten? Ja, du kannst doch wohl hören. Ich arbeite. Was machst du denn da? Ich bohre einen unterirdischen Gang von meinem Zahn zu dem großen da. Oh, das ist ein feiner Gedanke, du. Ja, und wie geht es dir da oben? Ach, hier geht's sehr gut. Gerade sitze ich und genieße die Aussicht. Weiße Berggipfel, so weit das Auge reicht. Aua, au. Was wimmert denn da so? Psst, sei doch mal ruhig. Ja? Ich habe solche Zahnschmerzen. Aua, was soll ich denn jetzt tun? Ach was, das ist ja nur der Jens, der jammert. Konntest du verstehen, was er sagte? Er sagte, ich habe solche Zahnschmerzen. Ich finde, der Jens ist auch ein fürchterlicher Heulfritze, nicht? Juhu! Ich will ihn doch mal ein bisschen ärgern. Ja. Weißt du, jetzt klopfe ich mal an einer Stelle, wo es ihm wehtut. Ja, mach mal. Hör mal! Aua! Aua! Au! Konntest du was hören? Ja. Er sagte, aua, aua, aua. Du mach das doch normal. Warte. Mutti, ich habe solche Zahnschmerzen. Aua. Du musst dir die Zähne putzen, Jens. Und vergiss die gute Zahncreme nicht. Wer war das? Das war Jens' Mutter. Was hat sie gesagt? Oh, die hat gesagt, du musst dir die Zähne putzen, Jens. Oh,
Oh, das ist schlimm, Baldus. Ja. Denk doch mal, wenn die grässliche Zahnbürste ankommt, was sollen wir tun? Wir überreden ihn dazu, dass er es lässt. Ja, gut. Wir rufen ihn zu. Er soll nicht auf seine Mutter hören. Du, wir rufen das beide gleichzeitig, ja? Ja. Eins, zwei, drei. Du musst nicht auf deine Mutter hören, Jens. Du musst nicht auf deine Mutter hören, Jens. Er tut es trotzdem. Oh, ich höre schon, er gießt jetzt Wasser in sein Zahnglas. Und da kommt die grässliche Bürste. Hilfe, Carlos, Hilfe! Spring herunter! Los, komm rasch zu mir herunter! Hier bist du sicherer als bei dir da oben! Baktus hüpfte von seinem Haus und kroch zu Carlos hinein. Es war der allerletzte Augenblick. Denn er hatte gerade das Hinterteil eingezogen, da flitzte die Zahnbürste vorbei. Wasser und Schaum schossen zu den beiden hinein. Restliche Zahnpasta. Wie das brodelt. So, endlich hat er aufgehört. Ja, meinst du, wir können uns jetzt hinauswagen? Ja, vorsichtig. Ja. Ich mach die Tür einen Spalt weit auf. Ja. Oh, was für ein Jammer. Was ist denn? Ach, es ist doch alles futsch. Nicht das kleinste bisschen zu essen ist mehr da. Kein bisschen. Alles das, was lecker war, ist nun fort wie sonderbar. Alles Süße, lieber Schreck, putzte eine Bürste weg. Links und rechts und hin und her gibt es nun kein Naschwerk mehr. Keinen Sirup kann man sehen. Sagt, wie soll das weitergehen? Alles das, was lecker war, ist nun fort wie sonderbar. Quack, 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 quack. Gigakack, gigakack, gigakack. Der große, dicke, grüne Frosch, der sitzt im Ententeich. Der quakt den ganzen lieben Tag und macht's den Enten gleich. Mit Zahncreme putz die Zähne und halte sie gesund. Rot, weiß, rot, das sind die Farben in deinem Mund. Rot, weiß, rot, das sind Signale für einen frischen Mund. Nimm die Zahncreme und ne Bürste, das ist gesund. Nimm die Zahncreme und ne Bürste, das ist gesund. Beim Zahnarzt.
Nachdem Jens sich die Zähne fein sauber mit Bürste und Zahncreme geputzt hatte, ließen die Zahnschmerzen gleich ein wenig nach. Ausweg. Sie hatte eine gute Idee. Sie ging mit Jens zum Zahnarzt. An diesem Morgen litten Karius und Baktus großen Hunger. Weshalb bist du denn so böse, Karius? Ach, ich habe Hunger, Baktus. Ach da, das wird schon bald was Leckeres kommen. Das sieht aber nicht so aus. Du, vielleicht sollten wir mal mit Jens reden. Ach was, Unsinn. Er hört nicht mehr darauf, was wir sagen. Aber wenn wir nun beide gleichzeitig rufen, dann hört er es vielleicht doch. Ja, was sollen wir rufen? Wir möchten Butterkuchen haben. Also gut, meinetwegen. Das können wir ja mal versuchen. Also gut, rufen wir. Eins, zwei, drei. Wir möchten Butterkuchen haben! Na, Jens? So schlimm wird's ja nicht sein. Den Schaden werden wir schnell behoben haben. Und deine Zahnschmerzen bist du dann auch los. So. Nun mach mal schön deinen Mund auf. Hast du was gehört, Baktus? Da war ein Mann, der sagte irgendwas. Ja, was sagte er denn? Er sagte, mach den Mund auf, sagte er. Ja, aber das ist doch sonderbar. Du, vielleicht war das der Bäcker. Vielleicht hat es was genützt, dass wir gerufen haben. Guck, er macht den Mund auf. Ich hoffe, es ist Zucker drauf. Ja. Was soll denn das? Wie lange sollen wir denn noch hier auf dem hohlen Zahn sitzen und warten, bis was hereinkommt? Oh weh, es wird plötzlich hell. Was ist denn das? Es ist, als käme die ganze Sonne herein. Ja. Komm, klettere hinauf und sieh nach, was los ist. Du, siehst du was? Ja, ich sehe eine große, runde Lampe vor dem Mund. Hä? Die ist 10-mal größer als die Sonne. Und ist da noch mehr zu sehen? Ja, ein Mann in einem weißen Kittel. Ah, das ist ein schönes Pech. Ja. Das ist der Zahnarzt. Du, sind Zahnärzte gefährlich? Zahnärzte, ja. Das sind die schlimmsten, die es gibt. Oh. Sie machen unsere Häuser kaputt und stopfen die Löcher zu. Oh Karius, ja. Ich habe solche Angst. Was brummt denn da so? Oh, das ist was ganz Großes und Garstiges und Blankes. Oh, das brummt und dreht sich und rundherum geht's immer. Oh, wie, das ist ein Bohrer. Ja, und das kommt immer näher und immer näher. Hilfe, komm hierher. Jo, wir müssen fliehen. Oh. Schnell, Baktus, schnell. Baktus hüpfte hinunter und beide Burschen rannten nach hinten. Und da standen sie hinter dem allerletzten Zahn und sahen mit Entsetzen, was da alles vor sich ging. Sieh mal, Karius, ja. Jetzt bohrt er da in unseren Häusern rum. Oh, bin ich müde. Oh, sollen wir da mal hinlaufen und den Bohrer beiseite stoßen? Das geht nicht. Nein? Der ist zu hart. Oh, wir könnten den Zahnarzt in die Finger beißen. Ach, das hat keinen Zweck. Wir könnten doch in seinen Mund springen und in seinen Zähnen herumklopfen. Mit Zahnärzten kann man nicht spaßen. Ja, wenn es doch bloß keine Zahnärzte auf dieser Welt gäbe. Ja. Oh, sieh doch, jetzt spritzt er da auch noch mit Wasser. Pfui, was für ein Quatsch. Sieh mal, Karius, jetzt stoppt er da das Loch im Eckzahn zu. Oh. Mein feines Haus. Dein Haus. Jetzt renne ich aber hin und beiß ihn. Halt, Baktus, er spült dich nur hinaus. Sieh mal, jetzt stopft er auch dein Haus zu. Willst du wohl damit aufhören? Hallo, du Zahnarzt, du! Willst du das jetzt wohl sein lassen? Der hört das nicht! Er will es nicht hören! Oh, jetzt ist es zu spät, er ist fertig! Oh, da war mein Haus mit der feinen Aussicht. Jetzt ist da gar kein Haus mehr. Und hier war meine große Höhle. Die ist auch hin. Auch nicht das winzigste kleine Loch ist mehr da.
Jeder Zahn ist blank gemacht. Wo bleiben wir denn diese Nacht? Alles Süße flog hinaus. Nun brauchen wir ein neues Haus. Wart nur, Jens, wir sind nicht dumm. Hacken, klopfen auf dir rum. Quälen wollen wir dich mit Macht. Hacken, klopfen Tag und Nacht. Vergiss die Bürste, vergiss die Creme. Das ist für uns so angenehm. Es gibt zwei Bösewichte, die leben quietschvergnüglich von schönen Süßigkeiten, fidel und ganz vorzüglich. Der eine, der heißt Baktus, der hat pechschwarze Haare, und Karius heißt der andere mit den roten Haaren. Das sind zwei freche Burschen, die sind so super winzig, dass du sie nur dann sehen kannst, wenn du eine Lupe nimmst. Sie haben sich eingenistet bei einem kleinen Jungen, der niemals Zahncreme und Bürste je benutzt. Er hat in einem Zahn ein großes braunes Loch. Darinnen wohnt jetzt Baktus, natürlich Karius auch. Sie klopfen und sie hacken, sie fressen und sie zwacken. Oh, hätte der Junge sich die Zähne doch geputzt. Er hat in einem Zahn ein großes braunes Loch. Darinnen wohnt jetzt Baktus, natürlich Karius auch. Sie klopfen und sie hacken, sie fressen und sie zwacken. Oh, hätte der Junge sich die Zähne doch geputzt. Zahn, ein großes braunes Loch, darin den Hund jetzt Baktus, natürlich Karius auch. Sie klopfen und sie hacken, sie fressen und sie zwacken. Oh, hätte der Junge sich die Zähne noch geputzt. Am Abend. Jens kam vom Zahnarzt nach Hause. Er war glücklich, weil er keine Löcher mehr in den Zähnen hatte und weil die Zahnschmerzen weg waren. Aber wie war es Karius und Baktus ergangen? Es sind schlechte Zeiten, Baktus. Ja, da hast du recht. Schlechte Zeiten. Nichts Süßes, kein Platz zum Wohnen. Nichts Süßes. Kein Platz zum Wohnen. Puh. Vielleicht sollten wir versuchen, heute hier in der Ecke zu schlafen. Ich hab viel zu großen Hunger, um zu schlafen. Ja. Sieh mal. Was? Jens, der macht den Mund auf. Oh, du, vielleicht kommt jetzt was Gutes. Ach, das glaube ich nicht, dass da was Gutes kommt. Oh, wenn du mich stützt, dann klettere ich mal hinauf und dann sehe ich nach. Also gut. Du. Baktus, kannst du was sehen? Ja. Oh, ich sehe, ach, das ist ja schrecklich. Was denn? Die Bürste, wieder die Zahnbürste. Schnell, komm runter, los. Was soll ich denn machen? Nirgendwo ein Loch, wo wir hineinkriechen können. Nirgendwo ein Loch, wo wir uns verstecken können. Jens, lass das sein. Wir wollen dich nie mehr quälen. Wir versprechen dir, dass wir dich nie mehr quälen wollen. Wir müssen uns verstecken, Karius. Ja, aber wo denn? Wo nur? Im selben Augenblick kam die Bürste angeflitzt mit der Zahnpasta, dass es nur so schäumte. Hilfe! Die Bürste holt mich! Halt dich fest, Baktus! Oh, ich kann nicht! Hilfe! Mach das, du wegkommst, du dumme Bürste! Den beiden Bösewichten, Karius und Baktus, aber nützte es gar nichts. Sie hatten keine Löcher, in denen sie sich verstecken konnten. Und darum wurden sie zusammen mit Wasser und schaumiger Zahncreme aus dem Mund hinausgebürstet.
Nun konnten sie endlich den armen Jens nicht mehr quälen. Sie fielen durch das Rohr der Wasserleitung und schwammen bis zu dem großen, tiefen Meer. Und hier schwimmen sie immer noch und suchen nach einem anderen Zahnloch, in das sie hineinkriechen können. Karius und Baktus könnten einem fast ein bisschen leid tun. Aber einen gab es, der sich freute. Und das war der, dem die Zähne gehörten. Das war Jens.